Moin und willkommen zurück zu X4. Ich habe uns mal nach Argon Prime bewegt. Und zwar hat das folgende Hintergrund. Also, ich bin vorher nochmal hier hier zu den Boronen geflogen und habe die Beförderung angenommen. Das will ich eigentlich auch noch hier in Argon Prime machen. Da wartet aber auch schon ein neues Schiff. Unbewaffnet, günstig. Wofür das ist, erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Und wenn ich da andocke, werde ich eben entsprechend auch die Beförderung bei den Argonen einmal annehmen. So, jetzt ist der Fall aber so, ich habe einmal den DLC Timelines durchgespielt, sozusagen. Und dadurch haben sich neue Möglichkeiten ergeben. Zum einen, ich hatte das ja schon mal ein wenig gespielt, also ein paar Missionen von Timelines, dadurch konnten wir ja unter anderem den Xenon-H-Zerstörer übernehmen. Falls man sich da mal gefragt hat, wieso ist der bei mir und bei jemand anders zum Beispiel nicht. Es liegt an dem Timelines-DLC. Man muss eine bestimmte Mission eben dafür erfüllt haben, damit der hier im freien Spiel auftaucht. Wenn man das noch weiter spielt, gibt es noch weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel sind einige vorher inaktive Sprungtore. Und dazu zählt mindestens eins von Argon Prime, wenn nicht sogar beide. Ich wüsste nicht, warum ich sonst beide hier noch nicht betreten haben sollte. Die werden auf jeden Fall aktiv. Das gleiche müsste auch mit dem hier oben passiert sein. Das müsste jetzt auch aktiv sein, dass man das eben durchqueren kann. Das heißt, man schaltet mit Timelines auch weitere Sektoren frei. So, jetzt werden wir einfach mal gucken, was uns in diesen Sektoren erwartet. Wahrscheinlich fliege ich jetzt genau in einen rein, den es eh schon gab. Den ich nur vergessen habe aufzudecken. Aber das werden wir gleich sehen. So. Erreiche System. Einflussbereich. Ja, okay, der ist alt. Alles gut. Das heißt, es ist einfach das andere Tor daneben. Da werden wir dann jetzt einmal hinfliegen. Das war so klar. System, Argon Prime. Das war zu weit. Da waren wir. Sprungtor, unbekannter Sektor. So, dann korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, ohne Timelines ist dieses Ding hier inaktiv gewesen. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass das komplett freie Sektoren sind, beziehungsweise nach diesem Sektor müsste noch ein Sektor kommen, wo sich dann eine Raumstation befindet. Auf jeden Fall. Ein Freihafen. Dann gucken wir mal, ob das der Fall ist. Erreiche System. Atikvas Glaube. Wieso? Ja, das ist auf jeden Fall ein unbeanspruchtes System. Und das Schöne daran ist, hier ist halt noch nichts und es scheint hier ja auch keinerlei NPCs bisher zu geben. Ich überlege tatsächlich hier sozusagen meinen Einflussbereich aufzubauen, mein Imperium zu starten sozusagen. Wir haben hier Ressourcen. Gucken wir mal, was es hier gibt. Auch ein bisschen weiter, aber wir haben hier Eis, Erz und richtig viel Silizium, was natürlich sehr, sehr geil ist.
Ganz nebenbei sehen wir unten links in der Ecke, dass Geld durch unsere Händler und Miner kommt. Da sind wir bei 4,2 Millionen. Und doch dann stehe ich wieder vor der großen, schweren Frage, was mache ich zuerst? Das HQ ausbauen, das glaube ich tatsächlich sogar, dass ich das machen werde. Oder fange ich direkt hier an, bevor es andere tun? Moment. War das tatsächlich gerade inaktiv? Warum ist das inaktiv? Ich hätte jetzt erwartet, dass das das Sprungtor ist, was hier rüber führt. Gucken wir mal, ob es hier noch eins gibt. Natürlich gut möglich, dass ich trotzdem noch irgendwie plotmäßig noch irgendetwas machen muss. Weiß ich nicht. Na, eigentlich müsste es hier noch ein System geben, wo es eben auch unter anderem Gase zum Abbauen gibt. Ah, da ist noch eins. Ist nicht, dass es wo wir herkommen? Nee. Okay, interessant. Dann ist in diesem Spiel dort auch nochmal ein natives Sprungtor eingebaut. Könnte natürlich bedeuten, dass wir durch weitere DLCs oder auch einfach nur durch neue kostenlose Updates eben die Galaxie hier auch nochmal erweitert bekommen. Hier rüber. Unbekanntes Objekt. So, dann mache ich mal, dass da gleich steht, unbekannter Sektor. Jawohl, das ist aktiv. Ich wollte sagen, nicht gegen die Gondel fliegen, bitte. Erreiche so. System. Nopileus Memorial. Hier ist ja tatsächlich schon ein bisschen mehr los. Unbekannte K. Jo. K. K. Noch ein K. Eieiei. Okay, ja, wir haben hier einen Freihafen in der Mitte. Aber der Sektor ist Xenon verseucht. Pack der grünen Schuppe. Freihafen. Aber sehr cool, wir haben hier Xenon Haas. Fliegen wir mal zurück. Erreiche System. Atikvas Glaube. So, und dann glaube ich, werde ich mir hier einmal sozusagen sichern. Das ist ja nicht korrekt, das will ich nicht. Das ist ja Quatsch. Es ist ja Quatsch. Ich will das so. 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 Und so. Das Ganze dann. Ja. Weil es tatsächlich einfach viel zu groß ist. Ich sollte nur eine Verteidigungsstation nennen. Das müsste eigentlich ausreichend sein.
Und kostet nichts, weil gehört hier niemandem. Aber dann können wir auch gleich planen, dass wir... Komm, ein kleiner. Okay, reagiert nicht. Also das ist immer ein... Ja, nee, das ist ja Quatsch. Das will ich ja gar nicht. Egal, komm. Jetzt nicht vertue. So. Das ist doch schon das Richtige, ja, ne? Ja, ja, klar. Das ist schon das Richtige. Ding setzen wir wieder hin. Vielleicht doch ein bisschen tiefer. So. So machen wir das. Dann suchen wir uns auf jeden Fall schon mal ein Konstruktionsschiff. Was? Diagonen bauen da drin etwas? Das ist ja Quatsch. Jetzt ist ja Quatsch. So, was wir jetzt machen werden, ist dahin fliegen. Wo sind das? Da. Autopilot eingeschaltet. Da muss ich doch glatt mal gucken. Weil das hier brauche ich eigentlich. Aber die muss ich erstmal die erforschen. Ah, das wird ja alles teuer. Ach guck mal, da kommen tatsächlich jetzt schon Schiffe. Fliegen also rüber und greifen schon an. Das ist doch scheiße. Ich muss fast hoffen, dass die Argonen verlieren. Wie sollen mir hier meine Haare und so nicht kaputt machen? Die brauche ich für meine Forschung.
ungünstiger Zeitpunkt, dass sie das jetzt schon machen. So, wir können in dieser Station aber vielleicht doch einfach schon wir werden den Bau planen. Also insofern, was brauchen wir aktuell? Ja, nix, ne? Gehen wir doch schon mal 500.000 hin und dann gucken wir, ob das schon mal fertig gebaut wird. Haben wir immer noch 4,6 Millionen, das ist doch nice. Erreiche System Argon Prime. Wir haben eine Nachricht. Warum haben wir eine Nachricht? Wer schreibt uns an? Achso. Ja, hätte ich wahrscheinlich nicht hinfliegen sollen. Naja, habe ich jetzt getan. Also müssen wir damit klarkommen. Gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich gehe zu den Terranern und kaufe mir die Module. Das wäre letztendlich wahrscheinlich, also die Möglichkeit, die zu bauen, wäre letztendlich wahrscheinlich günstiger. Jetzt ist noch alle, oder auch vor allem schneller, als jetzt alle Forschungen voranzutreiben. Autopilot ausgeschaltet. Andocken abgebrochen. Andockerlaubnis erteilt. Problem ist natürlich, die Station erwirtschaftet uns kein Geld. Sie kostet einfach nur Geld. Wir kommen wohl da hin. Zu begrüßen. So, dann gehen wir mal eben und lassen uns befördern. Ihre Arbeit mit großem. Ich freue mich. Ja. Dieser Rang, diese Vorteile nehme ich mir ab. Ich hoffe, dass wir noch einmal. Wir freuen viel Glück da draußen. Ja, danke. Da könnte ich ja eigentlich gleich dieses hier noch kaufen. Das kostet ja im Grunde nichts. Jetzt haben wir auch eine Polizeilizenz bei den Argonen. Und jetzt machen wir Folgendes: Wir werden nicht auf die Korvette zurückgehen, sondern Discoverer, Angreifer. Genau. Hier raus. Wir werden einen weiteren Teil meiner letzten Freischaltung testen. Ob es uns was bringt. Wie gesagt, wir sind unbewaffnet. Ich wollte das Schiff möglichst günstig halten. Und wir wollen jetzt hier runter.
Dieses Sprungtor ist jetzt aktiv. Autopilot eingeschaltet. Bei der Nemesis hoffen wir jetzt einfach mal, dass sie da hocken bleibt. Ja, tut sie. Können wir aber trotzdem einmal, wenn sie jetzt schon da ist, keine Ahnung, warum die schon wieder beschädigt ist. Müssen wir aber so machen. Ist der richtige Menüpunkt? Ist ja schon da. Ich dachte immer, es gibt eins. Ein Menüpunkt, wo steht an der angedockten Station. Erreiche System. Weiter Kontakt. Das kostet ja nichts. Erreiche System. Reiner Blick. So, auf zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Erreiche System, gesegnete Vision. Das kann tatsächlich auch einfach schief gehen. Ich speichere einfach nochmal. Das ist einfach nur eine Idee, ein Test. Aber wenn es klappt, wäre es schon sehr geil. Ich sagen, die Nemesis könnte mal eben nach Hause fliegen und da andocken. Lockt jetzt auch ab, ne? Vom Symbol her ja, und es bewegt sich auch sehr gut. Aber wenn es klappt. Erreiche System, fehlerhafte Logik. Wenn es klappt, werden wir auch nach Hause fliegen. Ich weiß gar nicht, ob man es hört, aber kommt die Anfrage für ein anderes sehr, sehr geiles Spiel. Ob ich nicht da wieder eine Runde mitmachen möchte. Bei Hans Showdown. Aber wir verfolgen erstmal meine Mission. Ich muss echt versuchen, hier lebend durchzukommen. Die Frage, ob der Autopilot das hinbekommt. Nein. Ausgeschaltet. Kommt da nicht hin. Das ist natürlich absoluter Mist. Dann. Genau, wir müssen dadurch. Der rechte. Alles muss man selber machen. Das ist im Grunde alles das Günstigste. Das ist der günstigste Antrieb. Es sind die günstigsten Schilde. Es sind keine Waffen. Es ist eine Minimal-Crew von einem Captain an Bord. Und ich bin gar nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert. Aber dafür haben wir gespeichert, nicht dass ich da gleich strande. Auch seltsam, dass der Highway da nicht reingeht.
Fehlerhafte müssen wir da lang. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Viele, viele Großkampfschiffe. Problem ist, wir müssen nachher auch wieder an denen vorbei. Oder hier lang. Die letzte Grenze ist vielleicht noch nicht so verseucht, aber dann haben wir natürlich wieder einen riesen Umweg vor uns. Ich wollte sagen, wir sind mal ganz frech und platzieren hier eine Sonde. Um zu gucken, was die Xenon so hier für Ressourcen haben, aber ich habe gar keine dabei. Du Scheiße. Ein Minenfeld. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal, also auf dem Rückweg, auf jeden Fall anders fliegen. Ich habe eigentlich vor, in einem größeren Schiff zurückzufliegen. Und dann durch dieses Minenfeld durch, könnte schwierig werden. Das Licht. Ach du Scheiße. Das wird sich gleich drehen. Was bist du denn? Tonios, Stromtor, Atias Unglück. Erreiche System, Atias Unglück. Stromtor, unbekannter Sektor. Hier ist mal relativ safe. Speichern wir nochmal ein. Erreiche System Artemis Schleier. Jetzt, wir werden direkt angegriffen. Da wollen wir hin. Und wir wollen uns tatsächlich auch gleich abschießen lassen. Ist hier tatsächlich gerade ein Kark-Großkampfschiff oder was war hier los? Oder schießt dieses Ding so komisch? Nein. Jäger. Der Jäger jagt uns. Bis zu seinem Zuhause, worauf wir zusteuern. Also eigentlich ist es ein wahnsinniger Versuch, aber wer weiß. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie nur von Schiffen angezogen werden. Und mich im Raumanzug in Ruhe lassen. Aber ich sehe tatsächlich noch nicht, wo ich hin will. Das war wohl nichts. Nicht wirklich. Na doch. Dort will ich hin. Warum
ist denn da ein Großkampfschiff? Bitte beschädigt. Werfe aus. So, und jetzt gucken wir mal, ob es gut geht oder nicht. Gott, ist das noch weit weg. Aktuell werde ich noch nicht beschossen. Aber nichts zu passieren, das ist natürlich schade um den Kapitän. Beschützer. Natürlich auch Alternativen, ne? Man kann mit mehreren Schiffen herkommen, zum Beispiel ablenken, während eine Enter-Crew hier hingeht. Und man kommt halt mit einer ganzen Flotte an, aber man hat gesehen, man muss auch noch durch Xenon-Sektoren durch. Was so cool ist. Keine Ahnung. So, ich habe keine Ahnung, wo der Eingang ist. Wegen des Scan-Modus, der müsste mir das eigentlich gleich anzeigen. Bei den meisten Schiffen ist es hier unten drunter. Wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, ob das überhaupt so geht oder ob ich eigentlich eine Enter-Kapsel brauche. Ich habe mal gehört, das würde auch so gehen. Ja schon herrenlos ist. Ich sehe ja wirklich nichts, wo man gegebenenfalls rein könnte. Geschweige denn, sich überhaupt erstmal das Datenleck. Könnte natürlich hier drin sein. Ah ja. Das macht auch irgendwo Sinn, ne? Dass man dort reingeht. Ja, komm. Also es geht auch bei Großkampfschiffen. Das ist interessant. Undock-Erlaubnis erteilt. Okay, ich kann nicht einfach schnell mich dahin porten. Oh, ist ja nicht weit weg. So. Müssen wir nur versuchen zu überleben. Die kleinen Schiffe tun uns ja grundsätzlich nicht so viel. Man sieht, ne, die können die Schilde nicht wirklich beschädigen. Waffen habe ich auch. Solange das Großkampfschiff nicht hinterherkommt, bin ich da guter Dinge. Direkt den Park zerstört. Ich traue mich allerdings nicht, die Station anzugreifen. Aber das ist doch ein cooles Schiff, oder?
Flottenlogo ändern. Wieso denn das Flottenlogo? Cool. Strahlen. Das passt halt nicht zu unserer Fraktion. Aber wir könnten jetzt auch alle Schiffe orange machen. Die Verteidigungsdrohne losgeschickt, okay. Was ist denn das Flottenlogo? Das geht auch hier rüber? Oder gilt das wirklich nur für die Flotte? Oh, nicht dagegen knallen. Na gut. Das ist ein Magnetstein. So, jetzt wollen wir nach Hause auf dem schnellsten Weg. Das heißt, wir wollen da lang. Oh, da kommt was Großes. Königinwächter. Das heißt, wir starten mal den Reiseantrieb. Dauert ja bei großen Schiffen etwas länger. Bringt auch nicht ganz so viel, das heißt, uns würde jedes kleine Schiff wahrscheinlich gleich erstmal wieder aufhalten. Aber wir müssen uns einmal so ein bisschen wegbewegen von dem Zerstörer oder was auch immer das ist. Und dann haben wir hoffentlich, wenn wir noch an den Minenfeldern und den Xenon-Großkampfschiffen vorbeikommen in dem einen Sektor, ein richtig schickes neues Schiff. Mir ist nicht sicher, ob die Kanonen wirklich extrem gut sind, dass es das rechtfertigt. Es gibt beispielsweise auch bei den Terranern so ein Schiff zu bauen. Das ist halt extrem teuer und hat maximal 8 Kanonentürme. Aber spezielle. Das ist halt die Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob die... Also was die letztendlich auch bringen, ne? Das kann man im Kampf testen. Bei meinen Timelines war das Schiff sehr, sehr stark. Also da hat man ohne Mühen auf jeden Fall schon mal ein H zerlegt. Xenon H. Xenon K bin ich mir nicht sicher. Ich glaube auch. Nicht blöd, aber... Muss halt gucken, dass wir da zum Tor hinkommen und nicht dran vorbei sausen. Aber jetzt sind wir halt doch schon schnell, ne? Also da halten uns auch die kleinen Schiffe nicht unbedingt auf. So, der nächste Sektor war ja erstmal safe. Erreiche System. Matthias. Dadurch. Okay, da waren wir zu lange aus dem Antrieb raus. Musste einmal neu starten. Und danach müssen wir schnell sein. Ich denke mal, dass wir versuchen, eben nach oben zu fliegen. Ich speichere das einfach mal wieder. Weil der Stand aktuell ist ja super. Das kleine Schiff hat bummelig, ich muss jetzt lügen, 300.000 vielleicht
gekostet, was ich jetzt eingesetzt habe. Aber man kann ja nachher mal gucken, was das bringen würde, rein theoretisch, ne, was man jetzt als Gegenwert dafür bekommen hat. Das sind mit Sicherheit mehr als 300.000. Ich wollte das andere Schiff ursprünglich mit einen deutlich besseren Antrieb ausstatten. Hätte mich das Schiff 500.000 gekostet, dafür hatte ich mich dann aber gegen entschieden. Greifen nicht an. Schiff hat doch keine Maskierung. Oder erwarten die Xenon, dass ich jetzt ins Minenfeld fliege. Und denken sich, ach, lass ihn mal weiterfliegen. Problematisch sind, also jetzt, wenn wir tatsächlich direkt gleich von den Minen sein sollten, weil ich glaube, das Schiff kriege ich nicht schnell genug gestoppt. Die Masse ist einfach zu groß. Zu schwer. Das heißt, es bewegt sich ja doch noch sehr lange. Das hat sozusagen einen sehr, sehr langen Bremsweg. Xenon Verteidigungsstück Superhighway. Fehlerhafte Logik. 1. Ich habe mal die Reichweite bzw. die Entfernung eben im Auge behalten. Jetzt sind wir halt auch irgendwann wieder runter. Jetzt müsste eigentlich das erste Minenfeld ja schon da sein. Wahrscheinlich unter uns und dann war das andere, glaube ich, hier. Halt wirklich die Schwäche der KI oder der vorgefertigten Minenfelder. Die sind halt immer, ich sag mal, mittig. Ja, wenn man nicht aufpasst, so wie gerade eben, hätte ich von vornherein ein großes Schiff genommen, wäre ich da natürlich voll reingedonnert und draufgegangen. Aber mit einem kleinen Scout kommt man da locker durch. Du weißt dann ja mit dem großen Schiff, was auch hinzukommt. So war das nicht gemeint. So. Jetzt dadurch. Keine Minen zu sehen gewesen. Wirklich da rein fliegen. Großkampfschiffe entdeckt. Jetzt kommen sie. Oh, dahinter sind auch Minen. Jetzt werden wir angegriffen. M.
einem M. Ich sag mal so, ein M kann uns eigentlich nicht gefährlich werden. Da ist das Minenfeld schon problematischer. Deswegen fliege ich hier gerade so langsam. Dass wir auf jeden Fall hier durchkommen, ohne in irgendwelche Minen zu donnern. Oh, greifen mich aber an, die Minen. Also doch Feind mit Feind-Freund oder Freund-Feind-Erkennung. Er hat zumindest Schaden am Schild gemacht, auch wenn es gleich wieder aufgeladen ist. Wir haben ja, ich nehme mal an, bei einem Terraner-Schiff auch Terraner-Schilde drauf. Erreiche fehlerhafte Logik 1. Einfach durch, wa? So, und wenn wir das geschafft haben, dann wird auf jeden Fall gespeichert. Als wir das geschafft haben, mein Gott, sind die schnell. Ernsthaft? Nein. Nein, nein, das war nur das. Achso, wegen dem Highway wahrscheinlich. Genau, wenn wir das geschafft haben, sind wir eigentlich in Sicherheit. Da kann nicht mehr großartig was passieren. Selbst wenn sie uns folgen, landen sie quasi hier in der Verteidigungsstation. Apropos Verteidigungsstation. Warte mal, Argon Prime ist da. Das heißt, ich habe versucht da zu bauen und die Xenon sind direkt gekommen. Alles klar. Ja. Das ist natürlich Mist. Weil ich laufe Gefahr, dass diese beiden Dinger hier von den Xenon übernommen werden. Ich hoffe mal, dass ich nicht allzu viel Geld dadurch verloren habe. Jetzt ist das Geld ja wieder zurück aufs Konto gekommen, das gucke ich nachher. Erstmal will ich hier raus. Autopilot, erreiche System. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir eine Sapporo erbeutet. Relativ easy. Gab nur noch geringe Kosten quasi, die ich eingesetzt habe. Ich denke mal besser als mit einer Flotte dahin. Das Schiff müsste ich rein theoretisch natürlich mal reparieren. Wir könnten ja mal gucken, wenn wir kaufen, soll ich schon. Gucken. Okay. Kann man gar nicht. Quatsch. Oh, hier ist ein Captain, um das zu sehen, oder was? Massentransporter E. Abroll. Was ist denn der Abroll für ein Schiff? Okay. Ja gut. Gucken wir mal ein anderes Mal, wie viel wert dieses Schiff ist. Jetzt fliegen wir erstmal nach Hause, auch wenn wir nicht andocken können. Beziehungsweise, wenn wir jetzt hier sind, könnten wir doch eigentlich auch stattdessen... Nein, 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 das ist ein Riesenumweg, das machen wir nicht. Wir können aber wahrscheinlich beispielsweise dort, genau da können wir andocken.
machen wir auch. Wir schicken einmal die Korvetten Nimbus darüber. Erreiche System. Anspruch des Pontifex. Dann fliegen wir lieber auch dahin. Wenn wir da sind, docken wir an. Dann wechsle ich das Schiff und fliege noch einmal ganz kurz nach Hause, weil Bosotar wartet ja auch auf uns. Und soweit ich weiß, ist er ja auch nicht mehr alleine. Ah, es sieht schon echt sehr, sehr cool aus. Ich glaube, ich schon mal erwähnt, das hat so Ähnlichkeiten mit der Omega-Klasse bei Babylon 5. Von den Menschen, also wirklich nur Ähnlichkeiten, ne? Also das in der Mitte zum Beispiel, das ist in der Mitte, das müsste beispielsweise mehr in der Mitte sein, um auch ein bisschen größer. Und dann wäre das schon wirklich fast 1 zu 1. Ich glaube, das Hinterteil vielleicht noch ein bisschen größer, oder? Nee. Ich glaube wirklich nur das Mittelteil, das hier wäre. Hier rotieren würde in etwas größer, dann wäre das die Omega-Klasse. In etwa. So, das werden wir umbenennen in Störer. Das ist Nummer 3. Wird Omega heißen. Wenn ich weitere davon bauen sollte, würde ich die wahrscheinlich auch so benennen, wie sie beispielsweise in Babylon 5 hießen, dann die Omega-Zerstörer. Zum Beispiel die Agamemnon oder die Zeus oder ja, so in die Richtung halt, ne? Also alles aus der griechischen Mythologie. Waren die Schiffsnamen. Und ja, warum nicht? Kann man hier ja auch machen. Sieht schon sehr, sehr cool aus, wirklich. Wenn es jetzt hier noch vorne dran stehen würde, der Name wäre dann wahrscheinlich viel zu lang. Dann müsste ich das eben auch einfach nur Agamemnon, sag ich schon, auf Omega abändern. Aber das würde ich dann tun, wenn dafür der Name auf der Seite steht. Ich glaube, eine Seriennummer. Aber ist das? Die ist ja sechsstellig. Das ist ja schade, ne? Oder? SDB? Das ist sie sogar, SDB 578. Das ist zumindest ja die Seriennummer, die hier an der Seite steht. Das ist doch gut. Ja gut. Den restlichen Weg, wir haben noch ein bisschen vor uns. Den würde ich euch mal eben ersparen. Und bis dahin, einmal kurz skippen. Bis gleich. Wenn es denn gehen würde. Da hat sich das Stream Deck mal wieder aufgehangen. Ich denke mal, es wird einmal ganz kurz das Spiel pausieren. Jetzt muss das eigentlich weitergehen, aber wie gesagt, euch schicke ich jetzt in die Pause. Was für ein Blödsinn, da sind wir schon wieder. Habe ich diesen Strahl gesehen, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja eine Verteidigungsdrohne, die noch daher kommt. Wir sind ja schon so gut wie da. Also, warum sagt mir das denn keiner?
machen ja dann doch recht flott. Alter! Ja, einfach durch den Asteroiden durch, das ist verrückt. Und dann gucken wir mal, wofür wir den gleich einsetzen. Weil wir werden ihn, können wir ihn einsetzen? Haben wir noch, ja, wir müssen eigentlich noch genügend Leute auf dem Zerstörer 1 haben. Bin ich mal so dreist und hole da ausgeschaltet. Meinen Veteranen rüber. Und dann gucken wir mal hier. In hier. Will ich nicht entlassen, der soll Pilot werden. Vielleicht muss ich dafür erstmal aufstehen. Eigentlich macht das wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, weil der natürlich gut im Entern ist. Moral, Pilot, Hast du den doch eigentlich befördern können? Also, da oben. Das ist ja eigentlich automatisch eher, oder? Schaffe Captain. Kann das kein anderer, diesem Schiff? Na gut. Medikamentenfabrik. Ja, schauen wir mal. Docken wir mal das allererste Mal mit einem Großkampfschiff an. Ach, das geht ja so gar nicht mit dem. Doch so. War die falsche Taste. Irritiert, dass ich da niemanden drauf packen kann. Na gut, dann wird das mein Eingreifschiff sozusagen. Also mein Hauptschiff. Ach, guck mal, der dockt jetzt von alleine. Können wir eigentlich schon aufstehen? Wie kommen wir denn darüber? Ich muss das anders machen. Ich glaube, auf dem Schiff kann nur maximal ein S. Gott, oh Gott. Wir können doch direkt rüber. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gehen wir wieder zurück auf unsere Corvette. Kann ich helfen? Auf Wiedersehen. Komm, geh weg.
Abdocken. Torboss B. So, warum saust du so ab? Warum war denn der Reiseantrieb aktiv? Auch. Und dann gucken wir noch einmal ganz kurz das Schiff von außen an. Ja, das ist schon ein schönes Schiff, wirklich. Naja, genug geschwärmt. Albatros, Verteidiger, Hauptquartier. Wir wollen jetzt dahin. Außerhalb von Andock-Reichweite. Außerhalb Andock-Erlaubnis erteilt. Wo sollen wir denn andocken? Da oder ja. Danke. So. Mir das nochmal angucken, da stimmt doch irgendwas. Erfolgreich nicht. Angedockt. Den muss ich doch. Jetzt geht's. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Merkwürdig. Wirklich merkwürdig. So, jetzt haben wir ihn ja hier. Jetzt dockt er ab. Warum dockt er ab? Was hat er für einen Auftrag? Alles löschen, was er hat. Maximal abdocken. Gut. Wenn wir uns den Zerstörer angucken, dann sehen wir was? Jede Menge Lasertürme. Minen. Boah, jede Menge Minen. Das ist ja Wahnsinn. Leider nur MK1 Antriebe, aber MK3 Schilde. 7 von 8 Geschützen schon drauf. Das heißt, es fehlt nur eins. Ist ja schon richtig gut ausgestattet. Die Frage ist, wenn wir den jetzt zu den Terranern schicken, beispielsweise hier. Also einmal können wir jetzt mal gucken. Das Ding würde uns 15,5 Millionen bringen. Und wie gesagt, ich habe ca. 300.000 ausgegeben, um das zu holen. Also, guter Gewinn, würde ich sagen, wenn man jetzt verkaufen würde. Aber ich glaube, wir müssen sogar, ich kann es ja mal gucken, wenn wir den hier aufrüsten wollen würden, könnten wir es sogar tun. Für 1 Million würde der die 8. Waffe bekommen. Die Reparatur würde auch weniger als 1 Million kosten. Bräuchte natürlich noch Crew. Das wäre teuer. Aber wir würden im Gegenzug hier natürlich noch ein bisschen einsparen. Wir würden die rausnehmen. Wir würden jetzt auch einfach mal die alle raus. Alles raus. Weil es ja echt viel ist, auch was der mitnehmen kann, ne? Die aufstellbaren Sachen. Das würde uns jetzt 1,7 Millionen bringen, das hier alles zu verkaufen. Verteidigungsdrohnen will ich nicht, das finde ich nicht Quatsch. Eigentlich sind doch Quatsch, wobei ich natürlich den wahrscheinlich auch erstmal zum Handeln mit einsetzen werde. Dann lassen wir das mal mit den Frachtdrohnen.
Schilde, wie gesagt, sind schon auf Max. Antrieb ist auf Max. Steuerdüsen, wow. Steuerdüsen kosten 6 Millionen. Okay, das lassen wir. Wir holen ihm aber die zusätzliche Waffe. Die Schilde sind voll. Auch bei den Waffen. Das ist auf Maximum, was geht. Wir können die Reparatur angeben. War das nicht mal 1 Million? Waren das wirklich nur 100.000 Credits? Ja. Das heißt, jetzt würde ich aktuell immer noch einen massiven Gewinn machen. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, Servicemannschaft, komm, keine Ahnung. So, und den Rest, so, würden wir immer noch eine 500.000 bekommen. Das Schiff wäre repariert. So 100%, es wäre komplett ausgestattet. Das Einzige, was man nochmal verbessern könnte, wäre halt hier wären die Schubdüsen. Man könnte natürlich überlegen, ob man die Dinger hier die Antriebe nochmal austauscht, beispielsweise gegen Split-Antriebe. Wo das Schiff nochmal ein bisschen schneller werden würde. Aber ganz ehrlich, machen das, ne? Also wie gesagt, wir kriegen 500.000 dazu. Und der fliegt tatsächlich sogar einen zu 100% sicheren Weg dorthin. Gigantisch. Gute Reise, würde ich sagen. Reparaturdrohnen reparieren schon. Hätte ich mit der Reparatur vielleicht noch warten können mit den Kosten. Das war ja der teuerste Point davon. Wir können jetzt natürlich trotzdem auch mal gucken, wenn ich jetzt... wo haben wir die nächste Schiffswerft? Die ist dort. Beziehungsweise sicherer wäre das. Wenn wir das Schiff jetzt auch komplett reparieren würden, das kostet ja auch nichts mehr. Und dann hätten wir noch den Zerstörer 1. Ist das die Kranich? Die Kranich will da durch. Ach du Scheiße. Die Xenon bauen. Aber ich kann halt nichts gegen das Flaggschiff von denen machen, ne? Ist halt sehr geil. Also wir haben schon eine, sagen wir mal, nennen wir es mal eine schicke Flotte. Wobei, das Schiff. Moment. Das Schiff müsste ebenfalls hier runter. Weil, da fehlt uns ja noch was. Nein, das müsste nicht da runter. Das Schiff müsste dahin. Das würde tatsächlich 3 Millionen kosten. Das zusätzliche Geschütz. Das ist übel. Das ist wirklich übel. Boah, da können wir mal gucken. Ah ne, das hatte ich alles schon gemacht. Und auch die Reparatur würde noch mal 1 Million kosten.
Das Ding ist ultra teuer. $4,2 Millionen. Wenn wir natürlich schon einigermaßen schlagkräftig. Auf 2 Millionen runterfallen. Aber die Waffenleistung ist natürlich gigantisch bei dem Ding. Eigentlich müsste das ja auch mein Flaggschiff werden, weil das Ding kann man nicht bauen. Als Spieler. $4 Millionen. Nee. Obwohl, ich muss das hier verhindern. Ich muss einfach verhindern, dass hier weitergebaut wird. Das hier ist übel. Ja, ich bin überfragt. Ich werde jetzt auf jeden Fall, es war Quatsch, am Aufstehen. Nemesis, Angreifer. Einmal ins Hauptquartier wechseln. Und dann gehen wir einmal dahin. Kommen Sie schnell her. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wir haben einen Eindringling. Vielleicht ist eine alte Anlage nach ihrem langen Ruhezustand wieder erwacht. Oder vielleicht hat ein Wesen aus einem parallelen Universum seinen Weg durch den Riss gefunden. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Ich bin es nur. Jetzt schauen Sie nicht so geschockt. Ich sollte vielmehr überrascht sein, dass ausgerechnet Sie so einen Laden betreiben. Eindringlinge, würden Sie bitte 2 Schritte zurückgehen, damit ich die Vernichtungsprotokolle initiieren kann? Und Sie, werter Borone, ein paar Splits sind an mich herangetreten, um Sie aufzuspüren. Zum Glück für Sie finde ich solche Aufgaben unglaublich nervtötend. Nachdem sich die Lage mit dem Pakt von Grüne Schuppe verschlimmert hatte, hat man sogar mein Schiff angegriffen. Wir hatten keine Chance und nur wenige konnten in Rettungskapseln entkommen. Nachdem ich sichergestellt hatte, dass die Überlebenden wohlauf waren, fing ich an zu rekonstruieren, was geschehen war. Reen hat sich selbst der argonischen Polizei gestellt. Sie unterstützt die Polizei jetzt dabei, die Aktivitäten des Pakts von Grüne Schuppe zu stören. Offenbar hat sie meine Anweisungen nicht haargenau befolgt. Genau. Ein Plan, der auf die Kooperation von einem verrückten Schurken setzt, ist nicht wirklich ein Plan. Wenn man etwas lange genug beobachtet, dann kann man auf alles vorbereitet sein. Sogar auf Verrückte. Ich hörte irgendwann immer wieder Gerüchte von einer mysteriösen Station, die aus dem Nichts auftauchen soll. Da ich gerade erst meinen Stolz und meine Lebensfreude über Bord geworfen hatte, suchte ich nach einem Neustart. Also brach ich hier ein. Ich hatte damit gerechnet, von Geheimagenten der Regierung aufgegriffen und zu einem beschaulichen Verhör gebracht zu werden. Aber stattdessen traf ich auf Sie und den Boronen hier. Sie sind ein Eindringling aus einer anderen Dimension. Ich bin der beste Eindringling diesseits des Multiversums. Mit meinen analytischen Fähigkeiten, Ihren Ressourcen und dem prickelnden Charakter des Boronen können wir alles erreichen. Was sagen Sie? Sie werden es nicht bereuen. Ich vermesse den Raum hier, damit ich meine Ausrüstung herbringen lassen kann. Das werden Sie gewiss nicht tun. Das ist mein Labor. Sie werden mich gar nicht bemerken. Gehen wir kurz mal raus. Machen wir irgendwo anders hin.
Mal unserem Manager Hallo sagen. Hallo. Und dann gehen wir nochmal rein. Ich habe gar keine Ausrüstung da. Wie geht's? Jemand hat mich gerade kontaktiert. Sagte, sie sei eine gemeinsame Freundin. Haben Sie freiberuflich für das terranische Oberkommando gearbeitet, ohne mich auf dem Laufenden zu halten? Nun, vielleicht. Das ist jetzt nicht wichtig. Ich nehme an, wir haben alle unsere Geheimnisse. Der Kontakt sagte, sie wolle sich treffen, um den Ball für eine verdeckte Operation ins Rollen zu bringen. Aber sie weigerte sich, Details per Kommunikationsverbindung zu besprechen. Interesse? Okay, ich sende Ihnen die Details. Lassen Sie jemanden wie Sie besser nicht zu lange warten. Ja. So, das machen wir jetzt aber nicht mehr. Ich würde sagen, das war schon lukrativ, was wir jetzt hier gemacht haben. Und ja, einiges an Progress sozusagen. Wir haben hier Dalbuster wiedergefunden, oder Dell. Und wir haben die Sapporo geentert. Und nebenbei noch einen neuen Sektor entdeckt und festgestellt, die Xenon verhindern, dass ich da baue. Also alles in allem ist schon ein wenig passiert. Angreifer. Und damit würde ich sagen, einfach mal die aktuelle Folge beenden. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dann schauen wir mal, was wir dann weitermachen. Wir müssen jetzt ja eigentlich erstmal wieder Ressourcen aufbauen, aber auch irgendwie die Xenon ein wenig zurückschlagen. Ich bin am überlegen, ob ich meinen einen Zerstörer einsetze, um die Stationen zu zerstören, die sie gerade bauen. Das überlege ich mir aber noch bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.